Es gibt keinen Wald. Ja, ich sterbe. Wird doof aussehen, wenn ich hier mit der Kamera durch ein Feld laufe. Ich bin einfach unfähig. Und. Aua. Aua, ich bin so dumm. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Neue Woche, neue Aufgaben. Willkommen zu KW14 des verrückten Kalenders. Heute ist der 1. April und damit der 91. Tag. Meine Aufgabe heute war, immer wenn ich was Blaues sehe, etwas summen. Also ich zeige euch mal ganz kurz, wie das dann aussah. Ja, ich habe das eigentlich ganz gut durchgehalten. Ich habe eigentlich den ganzen Tag durchgesummt. Und ja, weil es ist so viel Blau. Jetzt müsst ihr mal drauf achten. Ja, allein diese Tinte ist blau. Das heißt, in der Schule dürfte ich die ganze Zeit summen. Und ja, das war's mit dem Tag heute schon. Bis morgen. Tschüss. Heute ist der 92. Tag und damit der 2. April. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Wald bei uns. Meine Aufgabe heute ist, in einem Wald einen Baum anzusprechen und ganz spontan anzusprechen und einen Namen zu geben. Und ja, es gibt aber keinen Wald. Weit und breit ist da kein Wald. Und deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich darüber laufen. Das sieht nämlich, upsala, das sieht nämlich so am ehesten irgendwie nach irgendwas aus. Mal hier rüber. Wie heißt du denn? Horst? Schön. Schön, dich kennenzulernen, Horst. Bist du? Ne. Fichte. Schön. Fichten mag ich eh gerne. So. Es gibt ja Eichen, Tannen, Kiefern, Buchen. Aber Fichten finde ich am meisten eigentlich so. Ja. Sieht ein bisschen trocken aus, so deine Borke. Aber geht noch. So, meine Haut ist auch trocken gerade an der Hand. Passt mal gut zusammen, ne? Kannst du mal bitte auf Seite gehen? Maria, das ist Horst. Das ist mein Horst. Gut, dann. Ihr seid. Kennt ihr euch schon länger? Ja, gut, dann. Dann lasse ich euch mal alleine. Ist okay. Komm, wir gehen, Kamera. Ja, Horst und Maria, die haben sich schon gefunden. Ist jetzt schon ein bisschen traurig für mich. Meine Kopfhörer hängen da einfach so runter. Hängen die ganze Zeit einfach so runter. Sah das ein bisschen scheiße aus? Ja, ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt wieder nach Hause, weil ich bin jetzt schon deprimiert, dass Horst und Maria sich schon gefunden haben. Jetzt höre ich wieder Musik. Heute ist der 2. April und heute machen wir die WG-Feier, wie letzte Woche versprochen. Und vielleicht hört ihr es schon? Es sind schon ein paar Leute da. Also sind eigentlich fast alle da, die kommen, weil unsere Vermieterin hat uns verboten, so viele Menschen hier reinzulassen. Und deshalb sind es jetzt nicht so viele. Heute ist der 3. April und damit der 93. Tag. Meine Aufgabe heute ist, keine Fragen zu beantworten. Und in der Früh habe ich das schon noch ein bisschen durchgezogen. Aber ich sag euch, das vergisst man schnell. Und es ist auch super schwer. Vor allem, wenn einen die Leute dann so anschauen und so erwartungsvoll so, antwortest du mir bitte? Und dann steht so da und denkt sich, Ja, also ist sehr schwer. Könnt ihr ja auch gerne mal ausprobieren. Bis morgen. Tschüss. Heute ist der 4. April, damit ist der 94. Tag. Meine Aufgabe heute besteht darin, auf einen Baum zu klettern. Also los geht's.
Wir sind Zwillinge. Wir klettern jetzt auf den Baum. Du musst mich filmen, wie ich auf den Baum kletter. Olivia auf eine Schaukel. Tada! Guck mal, der kommt von nicht hoch da oben. Ich würde bestimmt höher kommen, aber ich habe Angst, dass ich dann runterfalle. Hallo und herzlich willkommen zum 5. April. Heute ist der 95. Tag. Meine Aufgabe war, mir eine Tasse von einem Freund oder einer Freundin zu leihen. Und wie ihr seht, bin ich zu Hause. Und deshalb habe ich von meinen Zuhausefreunden mir von der Suzame eine Tasse ausgeliehen. Und zwar diese hier. Look at how pretty. Was damit zu tun ist, weiß ich noch nicht. Ich lasse sie jetzt erstmal einfach hier in meinem Zimmer stehen. Und wir werden sehen. Bis morgen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum 6. April. Heute ist der 96. Tag. Meine Aufgabe ist heute, mir mal richtig was zu gönnen, was ich mir sonst nicht kaufen würde. So. Ich wollte es eigentlich filmen, wie ich das kaufe, was ich gekauft habe. Aber wir waren dann voll im Stress, weil ich stand erst im Saturn und habe gedacht, okay, vielleicht kaufe ich mir eine GoPro, weil ich wollte schon länger mal eine GoPro haben. Hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ich eben noch nicht so voll davon überzeugt bin, dass ich eine GoPro brauche. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe mir ein Pennyboard, weil ich wollte schon, also ich will schon ziemlich lange ein Pennyboard haben, aber nicht aus Plastik, sondern eins aus Holz. Und dann sind wir zu dem Laden gegangen, wo es Pennyboards gibt, und dann hatte der schon zu und dann war ich voll deprimiert. Und dann sind wir zur Galeria Kaufhof, kennt ihr vielleicht? Und da gab es dann auch Pennyboards. Und dann habe ich mir ein Pennyboard für 40 Euro gekauft. This is not the best qualitiert. Aber hier ist es. Sieht von hinten so aus. Leute, no rules. Bitte keine Regeln. Heute ist da auch eine Anleitung dabei. Keine Regeln, Leute. No rules. No rules.